Grüß dich, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von dem Ford Mustang, und zwar der 75. Und wie immer stelle ich natürlich erst das Heft vor, dann die Bauteile und dann schauen wir wieder, was gebaut werden kann. Das wird nämlich gebaut. So, und ja, wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, starten wir gleich los. Viel Spaß gewünscht. So, die 75, schauen wir rein. Wieder Werbung. Okay, die fliegt gleich fort. Auf der linken Seite seht ihr natürlich, was in dieser Ausgabe wieder drin ist. Und auf der rechten Seite geht es die Shelby-Story weiter. Und zwar, da muss dann in Videospielen. Ne? Und ja, er ist da schon öfters mal überall ein bisschen auf, auch am Spielautomaten, wie man hier sieht. Und schön, ja, gut, gefällt mir. Muscle Cars Ford Maverick Grabber heißt das neue Mobil, was so schön vorgestellt wird. Auf mehreren Seiten. Hier natürlich wieder die Taschendaten in tabellarischer Form. Ein Blick des Motors ist auch mit dabei. Und hier auf der rechten Seite geht es weiter mit den amerikanischen Traum, und zwar Autos im Weltraum. Lunar Roving Vehicles. Und da sehen wir hier einige Beispiele. Ne? Und natürlich viel, viel Schrift. Bauleitung, wenn man umblättert, geht zum nächsten. Und zwar Zündverteiler, Zündspule und Ölwanne ist mit dabei. Also sind schon einige schöne Teile. Und natürlich auch viel zu bauen. Ne? Hier wieder die Schläuche überall ransetzen. Wird bestimmt ein Heidenspaß. 4 Seiten sind dafür gedacht. Und ja, schauen wir mal, wie das so läuft. Hier sieht man nochmal, was in dieser Ausgabe drin ist und hier, was in der nächsten kommen wird. So, und jetzt gucken wir mal die Bauteile uns etwas näher an. So, hier haben wir das kleine Tütchen. Schneiden wir gleich mal auf. Holen das Zeug raus. Ja. Raus mit euch. Die Tüte ist leer. Und wir fangen natürlich erstmal mit dem größten Teil an. Und zwar ist das die Ölwanne. In Blau gehalten. Ist aber aus Kunststoff. Ne? Ja, so sieht es so aus. Ne? Dann haben wir hier dieses spinnartige Konstrukt. Das ist der Zündverteiler. Ne? Das sind schon hier die Käbelchen schon dran. Das sind insgesamt 8 Kabel, die dran sind. Ja, mal gucken, wie das dann alles so funktioniert. So, ne? Sieht so aus. Dann haben wir hier das Teil. Sehr interessant. Das ist nämlich die Zündspule. Ich zeige es mal ein bisschen näher, weil die ist wirklich nicht schlecht gemacht. Sieht so aus. Und wir haben noch MD06 Schrauben und MP01 Schrauben. So, mit was fangen wir an? Hier wird geschrieben, und zwar der Zündverteiler muss als erstes ran. Nehmen wir unseren Motor mal her. Und da haben wir nämlich hier vorne wieder so ein D-förmiges Loch. Und hier haben wir das auch so ein bisschen ausgefräst, diese Stütze. Und so muss es dann wahrscheinlich auch reingedrückt werden. Also nicht wahrscheinlich, es ist so. Und das setzen wir ganz einfach hier vorne ran. So. Drücken ein bisschen und hoffen, dass das Teil hier reingeht. Hoffentlich drückt man nichts weg. So. Ich tue mal hier ein bisschen klätzen. So. Genau, sitzt, wackelt und hat Luft. Ne? Sieht es nämlich ganz so aus. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Kabelchen alle hinkommen. Und zwar fangen wir mal mit dieser Seite an. Er wird halt so nacheinander die Kabelchen, wie sie rauskommen, also nicht quer nach B, sondern wird nacheinander hier unten in diese Löcher, in diese kleineren Löcher, die Kabelchen reingedrückt. Also, ich fange mal mit dem an. So. Nummer 1. Dann das zweite. So. Nummer 2. So. Bumm. Gehen wir mal hierher. Dann die Nummer 3. So. Und zu guter Letzt die Nummer 4. So. Ja. Gut. Kann man noch ein bisschen drehen, wenn man das möchte. Aber wir haben ja die andere Seite auch noch. Und dann schauen wir mal, wie die andere Seite sich dann auch verhält. Aber bevor wir das machen,
sollten wir hier dieses Teil, die Zinsspule ist es ja, ranmachen. Und zwar haben wir hier wieder so ein D-förmiges Loch hier vorn. Und hier hat man das auch wieder hier an der Spitze hier dran. Und das wird, jetzt muss ich mal kurz gucken, wird so rangeführt. Moment, ich tue mal ganz kurz drehen. Genau. Aber bevor wir das machen, gehen wir mit diesen Kabelchen hier oben rein in den Zündverteiler. Denn das wird nämlich reingeklickt. Ja. Normalerweise. So. So, liebe Leute, ich habe das jetzt mit aller Mühe hier reingepresst. Aber vielleicht ist es kein Fehler, das vielleicht vorher dran zu machen. Weil das ist ja ganz schön. Puh. Hm. Ja. Ne, also man denkt immer mal was ab. Ich habe es jetzt mit dem Schraubenzieher reingedrückt. Aber naja, gut. Als nächstes tun wir hier diesen Ölfilter, wie gesagt, in dieses D-förmige Loch drücken. Das geht ganz gut. So. Die Schlaufe tue ich mal nach außen setzen, nach außen legen, dass das hier raus macht. So, ich habe das jetzt hingekriegt, wie ich es wollte. Ne? Das sieht nämlich dann so aus. Und ja, jetzt kommen wir nämlich mal zu den anderen Teilen. Und zwar auf der anderen Seite die Teile machen wir natürlich auch noch ein in diese kleinen Löcher. Zack. So, dann das zweite. Wo ist das? Das zweite ist hier. So. Das dritte. Ja, und das vierte. Zack. Sieht dann so aus. Ja, bisschen wirrwarr, aber na gut. ja, gut soweit erstmal. Aber noch nicht fertig, denn jetzt muss ich auch mal die anderen Teile noch holen. Kommen ja noch diese Auspuffkrümmer dazu. Und zwar werden die dann hier rein in diese größeren Löcher reingeklipst. Zum einen so. Zack. Ja. Und die andere Seite genauso. Schnack, schnack. So. Und dann sieht es nämlich so aus. Kein Kleben, alles wird geklipst. Also das finde ich schon gut. Ne? Ja, so. Gut, das war's von der Ausgabe Nummer 75. Ihr seht nochmal komplett rundum. Ne? Der Deckel unten. Und so weiter und so fort. Gut. Halt. Eins haben wir ja noch vergessen. Und zwar die Ölwanne. Die muss nämlich auch mal hier ran. Und zwar kommt die so ran, hier hat man einen Stift, hier hat man ein kleines Loch und ein größeres. Also mit dem Stift erstmal hier rein. So. Und von unten kommt jetzt MT-06 Schraube rein. Eine MT-06 Schraube. Hätte man doch wieder was fast vergessen. Da hätte es wieder Kommentare gehagelt. Ja. Oder Negativkommentare, sagen wir so. Genau. So. Noch ein bisschen. So, jetzt wird es langsam fest. Genau. So, hier. Obwohl das immer noch nicht richtig fest ist, meiner Meinung nach. Noch ein bisschen dran ziehen. So.
sieht es nämlich dann so aus, hier unten die Ölwanne. Sieht man schon, dass es anders blau ist, also das ist eher stumpf so und das ist ein bisschen glänzend, aber gut. Aber wir haben da ja auch noch die anderen Schrauben. Für was sind die anderen Schrauben? Die brauchen wir dann wahrscheinlich für die nächste Ausgabe, weil die werden nicht mit genutzt jetzt hier, soweit ich das erkennen kann. Und da heben wir sie halt mal auf, ne? Guti. Jetzt denke ich, haben wir's. Kabel sind alle drin, die Dinger, die Aufkrümmer sind auch alle dran. Ölwanne ist dran und die Zündspule ist auch dran. Gut. Alles klar. So, liebe Leute, das war die 75 von Bau den Mustang. Ne? Ja, war schon in Ordnung. Muss man auch mal dazu sagen, ne? Man kann nicht immer noch meckern. Und die Schrauben, die hebe ich auf. Und ja, schauen wir mal, was die nächste Ausgabe so bringt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und schreibt mir wieder in die Kommentare, wenn, ja, was ihr haltet, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Ihr könnt, wie gesagt, alles schreiben, wenn es im normalen Rahmen bleibt. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Hinter mir bleibt der Hund. Ich muss aufhalten. Macht's gut.